Ja, ich begrüße euch ganz herzlich hier zum Thema Neutralisation emotionaler Einstellungen gegenüber Erfahrungen. Ich habe es mit Absicht so ein Stück weit verändert. Eigentlich heißt es die Bereinigung mentaler Probleme Teil 2. Aber ich denke, der Abschluss oder worauf es ankommt oder ankam hier in diesem Abschnitt lässt diesen Titel viel besser herauskristallisieren und hilft uns auch tatsächlich dann die Konflikte zu lösen, die wir innerlich haben. Ja, es ist ja so, dass wir immer wieder gesagt bekommen, leb im Hier und Jetzt. Aber es ist immer so dahingesagt, weil es stehen eigentlich diese Manifestation von mentalen Problemen oder eigentlich die Einstellung zu diesen mentalen Problemen hinter diesem Ablenken vom Hier und Jetzt. Also wir kennen das ja immer, wenn so ein Flashback hochkommt aus früheren Erfahrungen, die vielleicht negativ waren aus unserer Bewertung heraus. Oder aber auch, das Hier und Jetzt ist so unerträglich, weil es nicht unserem Talent oder unserem Interesse entspricht. Und deshalb versuchen wir, emotionale Höhepunkte quasi herauszubeschwören, um uns wegzuträumen. Also wegzuträumen vom Hier und Jetzt. Aber das Hier und Jetzt ist dennoch eigentlich Voraussetzung für das Erreichen des höheren Bewusstseins. Ja, weil das ja eine gewisse Einpünktlichkeit beinhaltet. Und wir haben, wenn wir das nicht tun, ja auch eine geringere Effizienz oder sogar gar keine und auch keinen Enthusiasmus. Also dieses Aufgesaugtwerden vom Aufgabenfeld, im Grunde vom Interessenschwerpunkt, beinhaltet ja eine ganz große Freude oder zielt auf Freude ab. Das ist dann eine Aktivität wie im Wellenfluss und wir haben eine sehr hohe Achtsamkeit bei dem, was wir tun. Und es ist im Grunde egal, was wir gerade tun. Ob wir lesen, malen, arbeiten oder gerade Yoga praktizieren. Ja, aus dem Zen heißt es, wenn ich esse, dann esse ich, wenn ich sitze, dann sitze ich, wenn ich rede, dann rede ich und so weiter. Also das ist etwas, was wir im Grunde nicht können oder vielleicht nur ganz minutiös. Ja, dieser Wunsch, etwas anderes tun zu wollen, ist im Grunde oder etwas woanders zu sein oder es ist ja quasi diese Bandbreite der Träume und Wünsche, die ist ja sehr hoch und diese Wünsche sind ein Zeichen von unterschwelliger Störung letztlich. Ja, also sind wir demzufolge überwiegend entweder in der Vergangenheit oder Zukunft. Ja, und das ist dann ein Zeichen von Unzufriedenheit. Eines der Regeln sich selbst gegenüber bedeutet Santosha Zufriedenheit. Ja, und warum funktioniert das nicht? Also entweder fliehen wir in die Zukunft oder wir rufen quasi betäubende Erfahrungswerte hervor, die wir vielleicht als Höhepunkte des Lebens hatten, um halt das eigene Leben ein Stück weit wieder zu revitalisieren. Oder wieder zugänglich zu machen als ein schönes Leben, nicht? Ja, also diese Antizipation von Höhepunkten dann auch für die Zukunft, indem wir quasi visualisieren, wie unsere Zukunft aussehen könnte oder wie das jetzt also das ist nur möglich, kann ein Status von eines Traumes sein und das in der Kontinuität. Also, es kann auch passieren, dass wir halt negative Erfahrungswerte nach unserer Bewertung auch heraufbeschwören und es sogar genießen, also Leitaspekte. Und dadurch quasi entweder unser Leben, was jetzt ist, entweder zur Hölle machen oder zum Himmel, eben mit diesem verwünschten Traumstatus, oder zu einem Hafen des Rückzugs, dass man quasi in diesen verträumten Höhepunkten des Lebens, die man schon mal hatte oder haben möchte, lebt. Yoga oder aus yogischer Sicht sagt jedoch aus, dass man nur wahre Freude erleben kann durch die Betrachtung des Unterbewusstseins, also des imprägnierten harten Feldes. Yoga geht ja auch so weit, dass wir in unserer Richtung sagen, dass ein Zusammenhang zwischen mentalen Problemen, eben wie wir es vorweg definiert haben, und körperlicher Erkrankung besteht. Im Grunde sagt Yoga sogar, dass alle körperlichen Erkrankungen in gewisser Hinsicht auf mentale Probleme rückführbar sind. Das wird dann als psychosomatische Erkrankung bezeichnet. Also sowas wie Verstopfung oder auch Magenverstimmung
ist dann rückführbar auf mentale Frustration zum Beispiel. Dabei geht Yoga davon aus, wenn es eine sehr starke Frustration ist oder eine sehr starke Blockade auf mentaler Ebene, es zu einer körperlichen Beschwerde kommt. Und wenn sie so etwas schwächer angehäuft ist, dann kommt es eher zu einer Depression, also oder eine grundsätzliche Unzufriedenheit mit sich selbst und der Umgebung. Ja, man hat ja eine Zeit lang in medizinischen Studien gesagt oder quasi eine Statistik angestellt, die sagt, Raucher seien anfälliger für Krebs. Aus yogischer Sicht geht man dann einen Schritt weiter und sagt, dass die Anspannung hinter dem Bedürfnis des Rauchens steht und die Anspannung die Ursprungsursache für die Krebserkrankung sei. Hier wiederholt also die Betrachtung des Unterbewusstseins, also jetzt umgekehrt, führt zur Gesundung des Körpers. Ja, Selbstheilungskräfte und Ausgleich. Yoga geht davon aus, dass die Selbstheilungskräfte so enorm sind, dass man sich selbst auch auf der körperlichen Ebene wieder heilen kann. Mentale Probleme jedoch können diese Effizienz schwächen oder reduzieren. Das heißt, dass gesunde Menschen, also frequentiert geringer leiden als angespannte Menschen, also schneller zur Gesundung kommen können als angespannte Menschen. Gesunde Menschen im Sinne von entspannte Menschen. Gut, Yoga möchte also einen Ausgleich schaffen zwischen allen Aspekten des Seins, unter anderem Körper, Emotionen, Empfindung, Intellekt, soziale und auch interpersonale Beziehungen. Wir müssen aber wissen, dass die Eindrücke, die passiert sind, sowohl in der Vergangenheit als auch im Vorleben, dass die immer da sein werden. Also die schwappen manchmal so ein bisschen hervor oder halt auch nicht, aber sie sind eigentlich immer da. Also auch wenn das Gewahrsein dem gegenüber nicht ausgerichtet ist. Meditationstechniken als Bereinigungsmittel. Ja. Grundsätzlich gilt, dass je besser man in Meditationstechniken reinkommt, also eintaucht dann in die Versenkung, desto entspannter ist man und desto intensiver taucht man dann ins Unterbewusste ein. Es kann dann wirklich spontan passieren, dass Gedanken, Probleme, Visionen, wie auch immer, einfach aufkommen, ohne großes Zutun. Dann geht es um die unemotionale Betrachtungsweise und darauf werden wir noch eingehen. Wie das tatsächlich dann auch einfach passieren kann, bedeuten tut es, dass man neutral diesem Bild gegenübersteht. Also kein mögen noch nicht mögen, Raga mögen, Dvesha nicht mögen. Ne? Statt Kampf, Genuss oder Widerstand, ist ja alles möglich, statt dem dann tatsächlich ganz neutral zu sein. Und in dem Moment findet auch eine Überwindung dieser Felder statt und keine Identifikation. Es ist auch gut, dieses, was da aufkommt, ganz zu betrachten, also dem ganz gewahr zu sein, ohne Anhaftung. Diese Eindrücke oder Vorfälle sind also von dir getrennt zu betrachten. Und das ist dann eine Einstellungsentwicklung, wenn das irgendwann passiert. Sowohl ein langsamer Prozess als solches, als auch eine radikale Konfrontation, die ja auch einfach kommen kann, ohne dein Zutun, wird sich auf jeden Fall lohnen. Okay, wie gehe ich vor und was muss ich wissen? Wichtig ist zu wissen und auch dafür zu sorgen, dass ein gewisser Grad an Entspannung nötig ist. Dafür haben wir jetzt die Asanas und Pranayama-Techniken und Entspannungstechniken gelernt, worauf wir auch noch mehr eingehen werden im Laufe der Lektionen. In der Psychiatrie gibt es auch eine Technik der Desensibilisierung, das heißt, dass dieser bestimmte Sachaspekt oder dieses Bild, wovor man Angst hat, kann ja auch ein ganz konkretes Objekt sein, wie eine Spinne, quasi als Foto immer wieder gezeigt wird, also der Patient damit konfrontiert wird, bis keine Regung mehr ist, bis man desensibilisiert ist, also eigentlich entspannt darauf reagieren kann. Wir haben ja weitaus entspanntere Techniken, können diese anwenden. Die sind auch nötig zum Hinführen zur Entspannung, damit man zur Introversion erst kommen kann. Also solange man angespannt ist,
ist man auch extraversiert, also eher im Außen. Davon geht Yoga aus. Als Hintergrundwissen, das hatte ich ja schon angedeutet, ist es wichtig, ja, gespeichert zu haben, dass das unterbewusste Informationsfeld imprägniert ist. Das ist da. Und dass diese nebulösen Eindrücke, die damit zusammenhängen, im Alltag einfach erscheinen können, auch während der Meditation, dass die wirklich ganz eigenständig sind. Wichtig ist auch zu wissen, dass das unterbewusste Feld getrennt zu betrachten ist von der emotionalen Reaktion. Also es sind zwei unterschiedliche Aspekte. Das unterbewusste Feld, das ist da für sich, das hat ja gelebt oder hat sich irgendwann ausgedrückt, aber meine emotionale Reaktion darauf ist was anderes. Die ist nämlich bei jedem anders. So, die Reaktionen, die dann ausgelöst werden, eventuell durch äußere Situationen, die das unterbewusste Feld sozusagen antriggert, die sollen entfernt werden, die sollen neutralisiert werden, also die Einstellung dazu. Gut, wir haben jetzt die Grundlage geschaffen der Entspannung. Wir wissen das, worum es geht. Und jetzt geht es darum, sich täglich zu konfrontieren mit diesem Inhalt. Und zwar ganz bewusst, welcher immer wieder als Flashback eventuell aufkommt. Es kann ja auch ein Objekt sein, ganz konkret. Inklusive der Assoziation damit, bis zur Fähigkeit der reinen Beobachtung. Dabei ist es wichtig, aufzuhören, wenn es zu viel wird oder wenn eine ganz schlimme Überangst aufkommt. So, wenn diese Neutralisation passiert ist, dann kann man autosuggestiv arbeiten. Das heißt, diese alten Reaktionen überschreiben mit einer ganz neutralen Rückhandlung. Also statt immer zu sagen, ich bin schlecht, ich bin schlimm mit diesem Menschen, einen Menschen umgegangen, ich habe ihn sehr verletzt, das zu neutralisieren, ja, diese innere Einstellung zu sich selbst im Grunde. Die Neutralisation des inneren Kritikers und dann zu sagen, ich habe nur so handeln können, wie ich zu diesem Zeitpunkt mir selbst gewahr war, mir selbst bewusst war. Ja, also mir hat das sehr geholfen, das jetzt so verstanden zu haben. Vielleicht habt ihr da jetzt auch was für euch herausziehen können und wenn es nur ein ganz kleiner Aspekt ist, ihr müsst nicht mit allem d'accord gehen. Es ist ganz klar, aber vielleicht gibt es das eine oder andere, wo wir sagen können, ja, das bringt mir was. Viel Spaß, bis dahin, ciao.